Hallo meine Lieben und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich habe für euch heute einen Kinderhaul bzw. mehr einen Bubenhaul, denn mein Sohn kommt von der 104 auf der 110, 116, je nachdem wie der Schnitt ist. Und ich habe ein neues Geschäft entdeckt, das ist seit kurzem bei uns in Österreich und zwar heißt das Pecco. Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und zwar dieses Geschäft Pecco ist wirklich sehr, sehr günstig. Also ihr seht, das erste, was ich in der Hand habe, ist so wie ein Jogging, kann man sagen, Oberteil und Unterteil, die Hosen. Und die zwei Teile haben gerade mal nur 5 Euro gekostet. Also wo kriegt man schon so was Schönes für 5 Euro? Also wenn mich das alles so anschaue, erinnert mich das so auch nach Primark. Primark hat auch immer so wunderbare Sachen. Also wirklich, das ist ja wirklich umsonst. Also ich habe mir jetzt für ihn geholt einmal den in Gelb und einmal dasselbe, aber ohne Kapuze mit diesem Hund. Auch 5 Euro mit einer schwarzen Hose, was man hier auch noch so krempeln kann. Das heißt, ich habe für diese zwei Sets habe ich gerade einmal 10 Euro bezahlt. Das hat hier eine Kapuze und ich muss euch sagen, Leute, also für 5 Euro, das ist lächerlich, ja. Also das ist wirklich sehr, sehr billig und ich bin wirklich von diesem Geschäft wirklich total angetan, denn es gibt auch so Disney-Figuren wie zum Beispiel der Chase von The Paw Patrol oder Mickey Mouse habe ich gesehen. Ja, also wirklich, die Kappe hat zum Beispiel schon 5 Euro gekostet. Aber okay, das ist ja wirklich, normalerweise kostet die, wenn ich jetzt einmal H&M vergleiche, kostet das das Doppelte, wenn auch nicht 12 oder 13 Euro. Und alles hundertprozentig Baumwolle. Ich bin eigentlich hingegangen, weil jetzt ist der Herbst, der Winter. Wir brauchen unbedingt lange Strumpfhosen. Guckt da mal, was ich für eine bezahlt habe. 1,30 €, das ist wirklich ein Geschenk, muss ich sagen. Davon habe ich natürlich gleich dreimal geholt. Dann habe ich geholt diese zwei Jogginganzüge, sage ich jetzt einmal. Dann hat sich meine Schwester ausgesucht für ihre Tochter, ich soll ihr das zum Weihnachten schenken. Das ist dieses 101 Dalmatiner. Guckt da mal, 4 Euro. Das geht so schön mit Leggings oder mit einer Jeans, mit schwarzen Jeans, mit roten Leggings oder weiße Leggings, graue Leggings. Das ist wunderbar. Die haben so schöne Sachen gehabt, Kleider und so weiter. Die haben auch nicht nur für Kleinere, die haben auch für Buben zwischen 12 und 14 Jahre, für Mädchen Kosmetiksachen, Schminke jetzt nicht, aber Kosmetikaufbewahrungssachen haben die. Für Frauen, für Männer, also wirklich, das ist wirklich fast Geschenk. Dann dieses wunderbare Jurassic T-Shirt, 4 Euro. Guckt dann mal, wie schön das ist. Dann habe ich mich auch gedacht, komm, nimmst dann gleich auch ein Dino. Das ist der Mr. Danger Chicago. Und zwar hat das auch gekostet 2,50 €. Leute, das ist wirklich das ist ein Geschenk. Und das schaut so schön aus und schon so lieb. Das kann ich mir ruhig vorstellen mit einer blauen Jeans oder auch mit einer Jogginghose. Das ist lammärmig. Also wirklich, die haben dort so schöne Motive gehabt. Ja, am liebsten hätte ich den halben Laden gekauft. Und jetzt kommt auch gleich die zweite Tour, was ich ihm geholt habe. Die zweite Tour und zwar habe ich das T-Shirt 4 Euro bezahlt. Leider waren die Hosen leider nicht mehr in seiner Größe. Ich hätte mir das so sehr gewünscht. Es war Tom und Jerry, es war SpongeBob, es war Dinosaurier. Die Hose haben mir so gut gefallen. Guckt einmal die Hose, 5 Euro. Der Material, das ist so schön. Die Hose wird er auch nächstes Jahr tragen können, mit sogar einem Bund. Das Material ist wirklich so fein und so toll. Das kann er sogar mit diesem T-Shirt tragen. Guckt einmal, sieht ja klasse aus. Oder sogar auch mit diesem Jurassic Park. Also das sieht ja wirklich super toll aus. Dann kann ich euch sagen, ich habe drei Paar Unterhosen bezahlt. 1,80 €, gerade jetzt braucht er viele für den Kindergarten, für die Eingewöhnung vom Pampers aufs Klo. Also drei Paar, 1,80 €, da habe ich gleich einmal, zweimal mitgenommen. Und von denen habe ich auch gleich eins, zwei, drei geholt. Das ist echt ein Klacks.
Und dann habe ich etwas geholt für jemanden. Das soll ein Geschenk sein. Das ist eine Mickey-Maus-Kappe. Die kostet 2,50. Das ist wirklich umsonst, meine Lieben. Und ich habe auch Schuhe gefunden, aber nicht von denen, sondern von, ich glaube, von Deichmann. Das sind so super tolle Schuhe für Regen und Schnee. Die hätte gekostet von 35 Euro. Also 36 Euro, nur 9,99 Euro. Da habe ich ihm die mitgenommen, weil wenn ich die nicht mitgenommen hätte, hätte ich mir dann echt gedacht, schade, weil jetzt kommt der Winter bald, kommt der Winter in 2 Monaten. Und jetzt bin ich ein bisschen so ausgerüstet. Aber Leute, ich habe gerade mal 50 Euro bezahlt und dürft es nicht vergessen, ich habe auch noch meiner kleinen Cousine, die ist 18 Monate, auch eine Flasche gekauft, ein Latzerl habe ich ihr gekauft. Dann, das habe ich hier gekauft, das schenke ich ihr zu Weihnachten. Ein Spider-Man-Regenschirm habe ich gekauft für 4 Euro. Und was ich auch gesehen habe, für die Badewanne habe ich gekauft so etwas, eine Unterlage. Denn ich fand das so schön, weil mein Sohn rutscht immer und ich auch. Und ich finde das wirklich für 4 Euro echt schön. Also dieses Geschäft ist so schön. Ich werde nächstes Mal ein bisschen mehr einkaufen. Da gab es auch so viele Organizer von Boxen und so, alles wirklich, auch Spielsachen, Frauensachen, also wirklich, zum Beispiel hier habe ich 3 Paar Socken bekommen für 1,80 Euro, also wirklich super tolle Sachen, muss ich sagen, und ich schätze mal, ich habe das alles gerade einmal bezahlt, gerade einmal 54 Euro, aber da fehlen noch ein paar Sachen, wie gesagt, ich habe das dann meiner Schwester gegeben für ihre Tochter. Ja, aber das war so mein kleiner Kleidungshaul vom Buben. Das ist Größe 3 bis 4 Jahre. Wenn euch sowas gefällt und ihr gerne mal so Kinderhauls sehen wollt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen da. Dann kann ich euch ab und zu auch so ein Update drehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Eure Lola.